gefallenen 11 Tore. Ihr habt heute wieder mit einer stabilen Abwehr gespielt, bis auf die letzten 10 Minuten, wo die Partie nach dem Eingriff des Kampfgerichts ziemlich wild geworden ist. Sag uns mal aus deiner Sicht, wie ist es in so einer Phase? Wir starten ein gutes Spiel, wir spielen lange, es ist eng, dann kommen wir nach der Halbzeit sehr gut raus, spielen eine deutlich bessere Abwehr, kommen dann in die Gegenstöße, die uns einen guten Vorsprung rausarbeiten, dann kommen die Zeitstrafen, dann kommt die Umstellung von Pforzheim in der Abwehr und wir wissen nicht so richtig, was wir hier für zwei spielen in dem Moment, haben dann aber einen guten Vorsprung, der uns eigentlich dann schlussendlich über die Zeit bringt. Sehr gut, und was erwartest du im Auswärtsspiel gegen Pforzheim? Pforzheim startet sehr gut jetzt in die Saison rein. Spielen unentschieden gegen Konstanz und gewinnen jetzt gegen Fullingen. Wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel. Aber ich denke, wenn wir an unsere Leistung anknüpfen und wenn wir unser Spiel durchdrücken, können wir da auf jeden Fall Punkte holen. Sehr gut. Vielen Dank, Simon.